Herzen des tibetischen Hochplateaus wurde im Jahre des Wasserdrachens ein Junge geboren, der dazu bestimmt war, seinen Mitmenschen den Weg der Erleuchtung zu zeigen. Bevor er jedoch unter dem Namen Milarepa berühmt wurde, war er ein junger Mann namens Tüpada, mit einem Vater, der zu früh gehen musste. Einem Onkel, der ihm alles nahm. Und einer Mutter auf der Suche nach einer Rache, die nur er verwirklichen konnte. Der tibetische Regisseur und Lama Neten Chokling erzählt uns diese Geschichte über die Magie, die Rache. Und das Erwachen. Milarepa, der Weg zum Glück.